herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fall Guys mit Neo Dentro TV und Zocker Mario. Ich bin ein Dino, ein T-Rex, ich fress euch. Guten Abend, mein Lieben. Sorry, ich wusste, was lustig sein, das wird langweilig. Ja, heute ist Doppel-T-Rex hier unterwegs. Er grün, ich blau. Große Fans. Mein Dino hat sich zum Blau gesoffen, deswegen ist er blau geworden. Wäre da fast so wie beim Fortnite so wie gewesen, als wäre der normale, also der grüne wäre der normale Rex und der dunkle Rex. Ja, der gewesen. Blaue ist ja blau gesoffen, also Blau-Rex. Der besoffene T-Rex. Sind noch die rote Fahne ins Gesicht. Ja, da kann stimmt. Er als Betrunkener durchgehen. Oder hat man zu viel Pflaumensaft getrunken, genau wie Globox. Ja, oder so. So. Große Fans war das als erstes. Große Fans, okay, es sind Höhen mit Ding Dresheim da. Okay. Ich geh da lang. Ah! Verdammt, jetzt hab ich mich zu spät gesprungen. Kamera! Trick! Denn wenn du mit der Kamera machen willst, was du willst, aber die Kamera kann nicht greifen. Rette später. Ich gehe lang. Ist einfacher. Wow. Einfach. Also wirklich einfach. Nicht einfach. Ah! Wo sind wir jetzt, Hubs? Wieder von Kaktus. Von kleinen Grün. Der kleine grüne Kaktus ging mir heute auf den Keks. Olai, olai, olai. Alter, das hat er aber gerade. Uppala, Digga! Die Stange, Asozialstange! Ich hoffe, dass die Stange immer dicker wird. Ich hoffe, dass sie nicht runterfallen. Eieiei. Und direkt. Eieiei! Nein! Ja, man muss Freunde des gefallenen Impulsens, es dauert noch ein bisschen. Hoppala! Ich T-Rex, ich sauer. Die Stange ist wirklich. Das ist asozial. Nein! Leute, ich bin heute nicht der bedrohte T-Rex, ich werde einfach hier verarschen. Okay. Ein T-Rex Gitarren-Solo! Und weiter geht's. Oh, ich kann nicht mehr. Und halt so cool, ihr seht's selbst, meine Lieben. Der Detro ist zu schlapp. Das ist mein Ziel gewesen, Leute. Nicht ins Ziel zu kommen, sondern Detro Ziel, mein Ziel war es, Detro zu lachen zu bringen. Tut mir leid, aber das witzigste Moment, was jemand gegeben wurde. Das wusste man, als wir dieses Video mal schneiden, dann wie man singt, ja, kann ich da auch, dann können wir das beide auf unsere Kanäle hochballern. Ja. Die witzigsten Szenen im Folge. Der nächste ist Röhrenträume. Oder wie Kirito sagen würde, Röhrentrauma. Röhrentrauma, auch so. Ist ja manchmal ein Trauma hier. Ich glaube nicht, dass hier jemand gute Träume hatte bei dem Ding. Ich muss mich ein bisschen runterkommen von den ganzen Lachen. Das ist doch lustiger hier mit dem Ding hier. Warte auf, dann kommst du ins Ziel, dann guckt er mir wieder zu, dann sieht er was Lustiges. Pass auf. Ich bin für die Unterhaltung zuständig, man sieht's ja. Wie du runtergefallen bist. Oh, ich hatte so einen Lachanfall gehabt. Wäre das lustig gewesen, hier wäre ein Lachflash gehabt, wie bei anderen Best-of-Videos. Das war gut. Okay, das war jetzt leicht. Ich geh da rein. Ich geh auch rein. Ja, das ist gut, ich da lang gehe. Punkte. Hammer. Trampoline. Trampoline. Rechts ist mir lieber. Ja, dann komme ich genau daraus, wo ich wollte. Perfekt. Boah, Gummidinger. Ach nee. Ach nee, sag bloß! Hm.
Das hätte ich dann sehen müssen, wie ich gerade abgestürzt bin. Oh, super knapp. Achtung, Wasserballon. Achtung, komplette Verarsche auf meiner Seite. Und Ziel. Okay, ich mach's anders. Was können normal, was können Fleischfresser normalerweise nicht? Richtig. Fliegen! Oh. Oh, kommt der Mensch! Kommt immer raus und er fliegt! Ein fliegender Tyrannosaurus rechts, meine Damen und Herren. Und plötzlich hier Zeit um. Der Saurier wollte fliegen lernen und er lernt noch fliegen. Direkt zum Schluss. Perfekt. Und der hat sich hier tot gelacht. Gefällt mir. Weiter geht's. Ja, ihr seht, ich bin für die Unterhaltungslust denn ich heute. So, was kommt als nächstes? No, oh, da fliege ich auch gerne raus. Nein, lieber nicht. Nashorn gegen Saurier, wenn wir das überleben. Ja, das wird wahrscheinlich hier der Giganten der Urzeit sein. Ja, Nashorn, aber die Dinosaurier sind auch Giganten der Urzeiter. Das heißt, Urzeit gegen Steinzeit. Oder Eiszeit. Jurazeit gegen. Och, jetzt. Nee! Nee! Was habt ihr mit dem Mütze gemacht? Ist ja asozial! Oh, nein, lass mich raus. Aua, nein! Lass mich raus! Er hat gesagt, Kreidezeit gegen Eiszeit. Wieso Eiszeit? Eiszeit, weil da haben hier die Nashörner gelebt. Also so. Die. Wollnashörner. Ey, der Tür, guck mal, mein Tyranno ist ein Stierkämpfer. Rodeo! Olle! Wow, das war knapp. Moment, sorry, ich bin in der Mitte. Wuhu! Hier, ich klebe deinen Arsch, Alter, an den Hintern. Oh, ich sehe schon, weil wir sind auf Ausrufezeichen. Die Vier hat einfach zu viel drin, wir haben leider einen Verlust. Ausrufezeichen. Und raus. Ja, weil einer von uns rausgefallen ist. Ah, schade. Das hat gemattert. Aber jetzt sind wir nicht letzter geworden. Ja. Und? So, jetzt gucken wir mal. Jetzt mal zu. Genau, wir gucken mal zu, wer gewinnt der Folge, wie immer. Ja. Es sind ja nur noch vier Leute übrig. Ich hole mir jetzt mal meinen Löffel für meinen Pudding. Juhu! Das wird nämlich sehr interessant und lustig. Ausweichmanöver. Oh, das. Ich froh, dass ich rausgefallen bin. Ja, weil ich hasse dieses Minispiel. Ich meine, ich mag Ausweichmanöver, aber. Nee! Muss nicht sein. Das ist aber recht Schleimkraxer, wenn es unterhaltsamer. So, gibt es noch einen Sauber, den ich zugucken kann? Nö, aber Narwal, ein halber Narwal mit Herzen. Ja, Narwal, das ist keine sehr gute Idee. Oh, die Wassermelonen, die sind auch meistens fies. Der Narwal mit seinem Team ist raus, wenn er sich nicht weiter anstrengt. Der Apfel so. Steht genau am Ziel. So, Team Narwal ist raus, kann ich jetzt im Predicten. Diese Move hat einfach zu lang gedauert. Ja, wem ist es hier? Ausrufezeichen. Wenn Indiana sonst nicht reinkommt und 4 Punkte holt, sind sie raus. Und sind sie eigentlich jetzt schon raus. Ja, sind wahrscheinlich jetzt schon raus. Sind jetzt schon raus. Da Erdbeeren und Blaubeeren noch dazu. Die sind beide raus. Es sind nur 3 Punkte. Hüpfen hilft nicht. Was bringt das, wenn die beiden hier weitermachen? Sind eh raus. Danke, erlöst die. Erlöst Team 4. Okay, jetzt. Drei Trupps? Drei Trupps? Vierer und Fünfer? Wie das denn?
Moment. Ist gerade von Team 3 nur noch einer drin? Wie bitte? Ein Einzelspieler, meinst du? Ja. Oder ist es gerade Hexenwerk? Zu dritt? Mit drei Teams? Eins, zwei. Ja, es ist wirklich ein Einzelspieler da drüben. Oder? Eins, zwei, drei, vier. Gelb, vier. Nee, drei, drei. Sind Zweier. Der eine ist geliebt. Gut. Ich predikte und das ist eine Ente. Oh, die Musik gefällt mir auch sehr. Blaues hätte ich gerade bescheuert an, den einen Fernen, aber hat er gut gemacht. Die Musik gefällt mir echt wirklich sehr, dieses Minispielmusik. 1, 2, 3, 4, 1, 2, hier oben sind 3. Ein Gelb, Japaner. Japaner ist noch drinne. Lol. Guter Japaner. Da ist er. Wusstest du gar nicht, dass Japaner auch hier so Fall Guys spielen? Das dachte ich mir so auch schon. Fall Guys ist ja weltweit berühmt. Alter, der Japaner ist gut. Ich sag es ja, die Japaner sind manchmal auch richtig solche Pro-Spieler, also Pro-Spieler oder der besten Spieler. Komm, Gelb! Einer fehlt noch, holt euch den Blauen. Der Blaue kann nix. Los! Ja, wundervoll. Und der andere Fahrer holt ihn noch. Wundervoll. Zwei Japaner in einem Team gewesen, habe ich gesehen. Hä? Alles Japaner! Ein japanisches Team! Yahoo! Japanisches Team, was? Ich hoffe, Rissi, aber das Ohr haben wir jetzt auf Kasten. Rissi sagt ja. Ja, das gut. Stimmt. Was ich noch darauf sagen wollte. Wippen mit Drehplatten. Lass es dir schmecken. Wippen mit Drehplatten. Wie damals so ein Wippen mit Drehplatten. Und dazu noch diese Drehplatten auf die Drehplatten. Beste Idee. Wenn hier auch irgendwo wieder ein Japaner kommt. Mich würde es nicht überraschen, wenn noch ein Japaner bei. Könnt ihr mal bitte mal nicht so schief machen, die Schieflage hier? Nein! Oh, das war wieder Abstoß. Oh, das war knapp. Das war knapp. Obwohl, dass es ja dann irgendwann mal auch Faschingsstimmung ist, weil die Welt ist ja hier in Faschingsstimmung. Nicht nur Fasching. Weil so Karneval und sowas hier ist sowas so ähnlich wie Fasching. Ja, aber da ist es nicht total tief. Das ist total lustig. Ja. Oh, das war knapp. Oh, einer. Alter! Und einer spielt Cuphead. Fies gemacht. Oh, noch was eigentlich nicht. Wow! Oh ne, bitte nicht. Das wäre dann bitter gewesen, wenn wir direkt die erste Runde verlieren. Das wäre sonst richtig bitter gewesen. Ist auch so mal passiert. Ach komm schon! Dendro, ich hol dich noch. Sechs. Ah, verdammt. Komm schon. Na 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 na. Gott. Komm schon, bitte. Hey, lass mich los! Okay, Position 5. Okay, Position 5, das ist gut. Alter, war das knapp! 2 Sekunden länger und ich wäre dann raus gewesen, fast. Und dieser Cuphead will mich hier
behindern. Er will dich zu T-Rex Braten verarbeiten. Dino-Haxen meinst du? Ja. So. Runde 2. Nachdem Runde 1 so bravourös gemeistert wurde. Round 2. Round 2. Phase pur. Was kommt? Jetzt macht Epigens es richtig spannend. So. Wipfelwirrwarr. Wickel, was geht? Wipfelwirrwarr. Das geht eigentlich. Man kann unten lang ein bisschen beschleunigen oder oben lang gehen und dann die Zeit genießen. Oh, ist egal, wo man lang geht, ist eigentlich, musst du gut wegkommen. Ja, das, aber ich dachte schon, das, was du meinst, das, so, nein! Und dann dachte, so, das ist ja dein, nicht so wirklich dein gutes. Es gibt Schlimmeres in Minigames, das hier ist noch ertragbar. Ja. Man sagt mal so, das ist ja, mein Vollgeist ist fast so ähnlich wie bei Takeshis Castle, weil das ist auch so fast so ähnlich wie so ein. Ja, mit Unterschied, dass bei Takeshis Castle keine Begrenzung gibt, wie viel weiterkommen, sondern da einfach gemacht wird. Ich wollte gerade Fahrrad wie die Teile, oder? So, Frösche. Blas, die Weife! Blas, Fröschlein, Blas. Und lang. Wie? Wow. Frösche sind eigentlich auch sehr intelligente Tiere. Einen den Ninja Skin. Ich mochte den YouTube. Jetzt kommen die Eiszeitviecher. Nein, lass mich in Ruhe, Digga! Du hast Freunde gefällt, du! Ich mochte den Ninja nicht so wirklich hier, den YouTuber. Kurz warten. Jetzt. Oh nein. Komm, einer muss noch rein. Ah, wir sind raus. Wir sind leider raus. Dass okay, man aus, dass mit einem Ausrufezeichen heißt es, wir sind raus. Ich glaube, das nein passt perfekt hier gerade. Wo würde jetzt Homer zum sagen? Nein. Ja. So, mal schauen. Schneeball okay, überleben. Das wäre witzig gewesen zu machen. Da hätte ich einen lustigen Spruch gedroppt. Jo. Mein Lieb, was wäre stärker gewesen? Die Eiszeit oder die Saurier? Stimmt, jetzt da. Ja, das stimmt. Und wobei ich habe jetzt eigentlich jetzt schon die 10.000. Doch, Saurier in der Runde hier. Kapelt, Affe, Arbeiter, zum Kommissar. Eiskönig, Kapet, Fußballfreund. Delfin oder eher Delfin. Kein Sorge mehr. Boah, langweilig seid ihr alle. Einer hat so ein Swan-Ding gemacht hier. Papagei. Aus Team 1 ist gerade eine. Oh, Team 5 ist einer rausgefallen. Bei Team 7 auch. Wobei, bei der. Der Disco Fieber, also dieses Emote kostet ja 10.000 Kodos. Und das, ich habe jetzt schon bereits jetzt 10.000 Kodos. Ich guck den Papageien, den Ara zu hier, die Papageien. Die haben gerade den guten Bomben, ihr Fotzen aus, das ist gut. Manche YouTuber, also eher gesagt, manche YouTuber haben sie im Fall Guys auch Hacker getroffen. Ja, über PC und auch bei PC ist es solche noch. So, jetzt sind 4 im Team Speed Finale, komm. 3 oder Spieler zwei. Und 3-4 Spieler. Hä? 1, 2, 3, 4 Teams, 3er, 4 Teams, wieder alles. Na, entweder wachst gerade rum oder der eine hat gerade die Lieferverbindung verloren. Oder Aufruf bitte! Oder er hat's aufgegeben.
Meine ich ja damit. Eure Verbindung verloren. Passiert aber zum auch noch bei den Gehen. Na, Verbindung verloren bedeutet, dass es auch wissen, wir jetzt auf drei waren oder nicht. Oh, plötzlich gebannt wurden. Aber es gibt manche Spieler hier, die schon mal gebannt wurden. Es sind noch vier Teams, Tatsache. Guck mal, die meinen mit Wolf, nee, ich will die Papageien haben. Ist ja jetzt nicht Vogel da. Wow, Papagei, wow. Sorry, Papageienwahl ist das sogar. Auch gut. Oder eher gesagt wie so ein oh, der Papagei ist jetzt wie ein Seehuhn aus The Groots. Alles auf Anfang. So, der Papagei, das Papageien-Team ist raus. Ja, ich habe gerade einen abgestürzten Papagei gemacht, weil er gerade weggeboxt wurde. Okay, wer ist oben? Ein Hamburger und ein Apfel, kommt der erst an. Apfel, Hamburger und ein Grab. Na los, beweg dich, Silbermann. Du bist der letzte von die Meisterfeld. Und er war noch schneller als die Kronenkönigin da. Der Wolf. Der Wolf ist raus. Kann überhaupt nicht noch jemand retten? Nein, Team 4 ist raus, Team 3 und Zwan Wolf ist noch dabei. So, Team 3 die fehlt. Ernsthaft? Komplette Team 3 fehlt. Wie schwach sind die bitte? Die werden die nächste Runde nicht überleben. Aber der ist weiter. Aber auch nur gerade so, weil Team 4 scheiße war. Einer ist ungeliebt. Okay. Wahrscheinlich 4, ist jetzt 8, 12, 13. Ich zähle 13 machen bei drei Leuten. Bei drei Teams sind 4 mal 12 aus. Wahrscheinlich ist jetzt Finale, oder? Es buggt wieder. Horta, nein. Es kommt wahrscheinlich wieder ein Teamspiel-Finale. Horta. Das ist ein Game, wo ich mich aufregen würde. Wirklich rausgeflogen. So bin ich raus. Ich na, das habe ich auch. Und ich hasse auch dieses Minigame. Rock'n'Roll wäre mir lieber. Aber das hier? Nee. Na, Rock'n'Roll bin ich schon mal besser. Los, du Papagei, ich guck dir zu. Du bist noch drinne. Ich hab schon mal. Kicks! Nicht so wie du gerade spielst. Nicht so, wenn ihr verliert, ihr Ponys. Na, zum Beispiel hier von meinen Adventskalender-Videos habe ich beim Rock'n'Roll richtig voll im Griff. Genau. Rot verteidigt gar nicht. Versucht erstmal die Bälle zu holen. Ja, auch gut. Einer sollte mich jetzt verteidigen, weil die wissen, dass alle die Bälle holen werden. Und Gell spielt den Ara aus. Krass, gib mir den Ball, ich bin beim Keks. Krass. Sei nicht an, du hörst dich auf Vogel. Das ist kein Gelb Keks. Hat keine. Bis jetzt, aber Blau muss wenigstens einen bei Rot oder so lassen. Das heißt, sie müssten jetzt einen mindestens unterstützen. Die unterstützen, nur supporten Rot, okay. Krass, ich krieg ja nicht mehr Keks. Ist noch nicht sein, du hast dich auf Vogel. Und ein Cracker? Wobei, essen Papageien eigentlich Cracker? Soweit ich weiß, essen sie alles, was sich mir nachgefasst ist. Kekse, Cracker. Also alles was schießbar. Zum Beispiel auch Zwieback. Wenn du alter Zwieback essen, du wahrscheinlich auch noch. Krass, ich krieg ja nicht meinen Zwieback und meinen Keks und meinen Krümel. Und einen Cracker? Oh, okay. Nein, kriegst du nicht. Ah, Mensch, gib den Ball her. Ich will meinen Cracker. Krass. Sorry, das ist gerade hässlich, aber geil. Oh, Verlängerung. Nein, mein Cracker! Nein! Nein! Tschüss, Vogel. Crackerverbot. So, das war die Unterhaltung. Crack! Die Drache. Gut. Zurück zu Action hier. Gelb und Blau sind weiter. So, jetzt die Affenbande und die Cheeseburger-Piloten sind da. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo immer der Affe. Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Oh, Basketball. Ich hab's geahnt.
Warum zwei Hassspiele hintereinander? Na gut, ich bin zu dicht dabei. Ich war schon mal miserabel in Basketball. Weil zum Beispiel hier, ich hatte den Ball genommen und springe genau in den Korb hinein. Ich guck den Cheeseburger zu, ja warum nicht? Ich guck den Cheeseburger zu. Ich guck auch den Cheeseburger an. Los, Team Cheeseburger. Versuch gerade Cheeseburger in Blau einzuhauen. Ja, genau so was meine ich das, wenn ich immer so mache. Nein, was machst du? Was machst du, Cheeseburger? Er versucht den Blunder zu flexen. Das ist so. Super. Aha, okay. Er spielt den Blauen aus. Geht da rein. Und das nenne ich gut predicted, mein Freund. Wobei ich Angriff hab ja schon... Angriff der Cheeseburger-Piloten. Brotpiloten ist direkt dagegen. Da kommt Cheeseburger-Piloten. 4-0. Jetzt müsste ein Goldball direkt für Blau kommen und den müsste Geld verarschen. Ja, wobei, ich habe ja schon bereits heute im Abendbrot gegessen, weil es gab ja Fischstäbchen. Mhm. Besonders Brezelgeschmack. Lecker. Ja. Und 6-0. Jetzt hilft nicht mal der Goldball mehr. Ich sehe heute noch keinen Goldball. Wow, was ist hier los? Keine Goldbälle heute, sind die alle in Urlaub gegangen. Jemand verdient einen Goldball Basketballurlaub. Oh, ein Trostpunkt für Blau. Da ist der Goldball! Goldball! Ich wollte Blau. Ja, was machst aber du? Die machst müssen du? Nur auf Zeit. Die spielen auf Zeit. Die wissen, dass sie gewonnen haben. Ja. 7-2. Wenn den Blau noch bekommen hätte, hätte es nochmal 15 Sekunden Flängung gegeben. Cheeseburger Piloten gewinnen! Ach, den Emote. Also die Jubel Emote kenne ich. Mhm. Wunderbar. So. Willkommen zurück. Zeit für die letzte Runde. Ab geht's. Die T-Rex-Bande ist bereit. Time to the last round im yeah. Fall Guys. Aber hallo. Aber hoffentlich bitte kein Hass-Minispiel. Könnte passieren. Ich habe das Gefühl, dass wir ein Hass-Minispiel reinkriegen. Und wenn es nur das Finale ist. Das Basketball ist 90% immer dabei. Na, zum Beispiel Basketball, das weil. Fußball wäre mir lieber. Also von daher, Fußball wäre mir lieber. Ja, Fußball geht. Weil sein Fußball ist ein bisschen asozial mit der Drehplatte in der Mitte, dann noch die Hämmer in der Mitte, dann wird es echt richtig asozial. Oh ja, mit den Hämmern, das ist echt ganz gemein. Oder Boxhandschuhe. Ja, die Boxhandschuhe gehen eigentlich. Also die stehen jeweils an die Ränder, da könnte man versuchen, die da einzubringen. Aber zum Beispiel die Schneebälle, wenn man rollen, das geht ja noch mit den Handschuhen. Ja, das geht noch. So, können wir halt mal anfangen? Die Dinos langweilen sich. Hüpfelwirbel. Toll. Weil bei zum Beispiel solche Eiskugeln oder Schneekugeln, wenn man ich rollt. Ich hab gehört, ich komm wieder nicht ins Ziel. Weil zum Beispiel hier, da habe ich mir gedacht, so, das sieht doch gar nicht wie so ein Schneekugel aus, sondern eher so ein leckeres Eiskugel oder Eiscreme, was man bei den Schneekugeln rollen kann. Mhm. So, wenn wir diese. Weil die roten da sind, ja, da gehe ich unten lang. Da ist es üblich. Die roten waren Erdbeeren, die blau Tutti Frutti und die gelben Karamell. Mhm. Weil und das grün Waldmeister. Juhu! So, apropos Waldmeister. Jetzt ist Waldmeister oder nicht. After Eight. Weil After Eight ist meine Lieblingseissorte. Oh, Ventilatoren! War knapp. Ventilatoren. Upsala. Ich bleib unten. Aber danke fürs Vorboosten. Frossi! Heilige Macaroni, was ist hier los? Hier geht ja richtig die Prügel ab. Angriff der aufblasbaren Frösche. Hoffentlich sind wir nicht bei Super Mario Odyssey. Da wäre das lustig gewesen, wenn ein Frosch mit einer Mütze trägt. Autsch. Nein!
Oh, okay. Ah, Freunde! Nee, Pferd. Na, Zorn. Nee, Klammere. Das ist ein Nein, Pferd. Ich war fast am Ziel! Ein Nefert mit einem Horn in der Fresse. La Mario. Mit Drehung im Ziel. Platz 3. Wunderbar. Ey, habt ihr gesehen, wie ich mich gedreht habe? Ich habe mich reingedreht ins Ziel. Ich guck gerade den Robber dazu, der ist dreimal ins Loch gebracht. Jetzt wieder. Komm schon. Ach, verdammt. Achso, wir sind schon am Ziel. Ja, ich guck gerade den Robber zu, der dreimal gebackt hat. Wo ist der denn bitte noch? Wie schlecht sind die denn alle? Ich dachte, die haben die meisten Minigames verstanden. Aus welchen neuen Spieler. Oh, das war jetzt asozial. Nach so einem Kick, Ventilator, boom, raus. Tolle Kombo. Und Ninja wird weggeschleudert. Der Ninja-Arbeiter wird rausgeworfen. Ninja gibt es als YouTuber. Deswegen. Hey, Ninja, der Ziel ist da hinten und nicht auf der Seite. Und deswegen haben sie es so als Skin draus gemacht. Ja, die haben aus jedem YouTuber so ein Skin gemacht, ein paar. So, wir sind zusammen mit den Gentlemen und den anderen Direktor da. Okay. Zwei Tiers und zwei Direktoren, das ist lustig. Zwei gut gekleidete und zwei Raptoren, die Junge haben. Perfekt. Haben wir den Stack versucht durch für unterwegs. So, und Runde 3. Ausweichmanöver. Oh Gott, das neutrale Minispiel. Ja, mein Lieb, dieses Minigame ist für mich neutral. Es ist kein Herzspiel, es ist auch nicht mein Lieblingsspiel. Es ist neutral. Zum Glück noch. Guck doch mal, was ich gleich in die Fresse reingeswartet bekomme. Dann auf geht's. Fußbälle und Football. Okay, wir spielen heute nicht Ausweichmanöver mit Früchten, sondern mit Sportbällen hier, okay? Und Eiern. Das sind Goldeier, die kriegen die Sieger. Und Erdbeeren. Komm, wir brauchen noch einen, damit es von uns drin ist. Ja. So. Ja! Wundervoll! Weiter. Vierter. Die Sportbälle haben uns nicht auch. Die Sportbälle und die goldenen Eier haben uns nicht aufgehalten. Die Zipster kommt irgendwie scheiße, kommt irgendwie blöd rüber. Hätten sie was anderes nehmen können, zum Beispiel eine Walze oder so. Oder ein Gewicht. Ein Gewicht hätte jetzt perfekt gepasst. Aber okay. Die Zipster soll wahrscheinlich das Gewicht ersetzen, weil sie kein Gewicht haben. Lost. Egal. So. Tschüss. Die Hälfte. Raus. Das hat die Hälfte. Oh, und dann haben wir eine halbe lange Bohne und eine halbe Pferdefresse. Super. So, Spiel 4, was kriegen wir? So, Runde 4. Röhrentrauma. Röhrenalbträume, okay. Alles klar. Jenny. Jenny, Vollgas-Gott. Ein neutrales Minigame. Mhm. Ist es noch okay. Hätte schlimmer kommen können. Worauf wollen wir, dass ich das spätestens im Finale bereue, diesen Spruch? So, wir hatten zwei Unterhaltung, jetzt kommt einmal Karma, bitte. Wir hatten doch kein Karma in diesem Video, in dieser Folge. In dieser Runde. Natürlich eigentlich so in der ersten, aber das war eher unterhaltsam. Ja, das stimmt. Nix! Ja. Weil das ist ja einfach, wenn ich hier durchgehe. Oh, das war knapp. Rechts! Bleibe rechts! Dann gehe ich hier links und bleibe rechte Seite.
Alter! Ich war gerade oben unter der Phase. Links hoch, weil ich komme sowieso gleich runter. Genau. Wie besprochen und gerufen. Und der Team ist der erste. Alter, was ist verlangt? Und jetzt nochmal. Ein fliegender Team! Baby! Okay, im Ziel. Upsala! Oh, trotzdem. Und trotzdem. Der erste. Immer noch, wärst nicht reingekommen? Und trotzdem Platz 1. Bist du nicht dabei gewesen oder was? Ein langer Vorgang? Ja, diese langen Bohle gab's. Gab es im Event. Gab es in dem Shop. Vor einer Weile. Vor 3 oder 4 Wochen. Weggeäxt, Alter. Warum hatte ich nur recht? Ich bereue meinen Spruch jetzt. Ich hasse dieses Final-Game. Okay. Wie viele sind wir? 16. Ja. Also okay. Also 14. 16, dann gehe ich nach unten. Ich habe eine Idee. So, gleich mal abdrängen. Das klingt jetzt zu klassisch, falls ich hier abbauen muss. Konzentration. Ja, hat man sonst gut von mir. Okay, einer von uns ist noch drinne. Er muss die Sache regeln. Er packt der Mundkanzel drum. Komm, ich habe die ganze Zeit Löcher gemacht. Jawohl! Es funktioniert! Jawohl! Mein Plan funktioniert! Wir haben gewonnen! Das... Mein Opfer war nicht umsonst! Wir sind die Saps! Durch Jawohl! Meinen Plan! Mein Plan hat endlich mal Früchte getragen wieder! Mein 10% Erfolgsrezeptplan! Ja gut, dann sehen wir uns dann bald wieder hier in den tollen Fall Guys mit Mario. Bis nächstes Mal. Haut rein. Ciao. Ich hab wohl noch Hunger. Macht's gut. Macht's gut und ciao.